Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, hier geht's jetzt wieder zur Sache. Gilde Nummer 2. Oh, das ist sogar echt knapp hier. Gilde Nummer 2 gegen Empire Rising. Es ist mal wieder Rumble Time. Oh, Automatik. Ups. Das war nicht gut. Automatic is not good, man. Damn it. Damn it. Okay, ich fange jetzt hier mit Mr. Front an. Damit kann ich nämlich dann auch gleich wieder heilen. Das machen wir auch jetzt mal. Und dann hoffen wir, dass wir hier gleich ein ordentliches. Hier habe ich auch noch was zum Heilen, dass wir hier gleich ein ordentliches Match noch draus machen. Eieieiei. So. Okay. Was haben wir? 99 wenigstens geholt. 99! Es ist wirklich ein mega enges Match hier. Und wir legen jetzt noch mal ein paar Punkte nach. Ist gut. Got you 602. Ist der nächste Gegner. Und hier komme ich jetzt mit einem Cadet her. Jetzt noch eine schlimme Tina hinterher. Und das war's. Das war's. 95 Punkte geholt. Ja, Mann! So, jetzt gucken wir mal, wer ist der nächste Gegner? Wer? Wer ist es? Denton Van Zan. Denton Van Zan. Okay, fangen wir hier mit Peter an. Alter, was ist denn das jetzt schon wieder? Bender, jetzt habt ihr, seht ihr alle meine Charakterkarten. So, hier. Ah! So, hier mit dem Bender jetzt da oben gegen die Flügelmutter Lila vorgehen. Und beim Peter jetzt noch das da. Dann gucken wir mal, was wir noch rauskriegen. 99! So. Empire Rising! Und wir bringen es wieder zu Fall. So. Ich fange an mit einem Peter. Powtucket Patriot Ale. Rogers Kleiderschrank. Nein, ich Idiot. Was mache ich denn? Oh mein Gott. Was war denn das jetzt für ein geistiger Aussetzer? Naja. Hä? Oh mein Gott, das war jetzt wirklich ziemlich dämlich. Ich wollte eigentlich den Devil Bobby setzen. Gedanklich habe ich ihn auch schon drin gehabt. Und dann passiert mir sowas. Naja, dann habe ich hier einen Cupid Bobby da hinten noch. Was war das denn? Alter Vater, meine Güte, war das dämlich. Ah. Na gut. Es ist auch schon spät. So, egal. Also, jetzt geht's weiter. Steban! Lass uns mal gucken. Das ist natürlich hier mit das Beste, womit wir anfangen können. Und hier habe ich eine Möglichkeit und da habe ich die bessere Möglichkeit. Dann habe ich die gleich down, habe gleich noch viel mehr Angriff. Ja, und das wird eine glatte 100 werden. Da passiert überhaupt nichts. Hat einen Roger zur Verteidigung. Bedeutet also, von dort aus kommt jetzt kein Schaden. Außer der Revanche unter Umständen. So, 5 Matches sind noch übrig. Ja, gucken wir mal. So, und dann haben wir hier gegen Krani 22. Chief Cat Monkeys. Munchies. Monkeys. Munchies. Monkeys. Stuffington Academy. Roger, Bender,
Heilen. So, Bänderbräu. Rogers Kleiderschrank. Juhu! Ne glatte 100! Wuhua! Wippa! So, noch 4 sind übrig. Ja, Mann. Crazy. Hätte ich niemals gedacht, dass wir das gegen Empire Rising mit der zweiten Gilde gewinnen können. Aber hat funktioniert. Es funktioniert. 22 würde ich wieder heilen. Das reicht erstmal. Dann habe ich da die Skimaske. Das reicht dann immer noch. Da blocke ich jetzt erstmal den Bob Jean weg. Hier komme ich jetzt mit dem da. So, dann sieht die Sache doch schon gar nicht so schlecht aus. Wenn ich jetzt noch die Stuffington Academy oder... Nee, wir machen den Hank Hill hier hinten hin. Jetzt habe ich den Leon Pittard. Ist natürlich auch geil, aber das lassen wir jetzt einfach mal so. Jawohl! Nochmal eine glatte 100! Geil! Ja, Mann! So, noch 3 Matches. Das sieht doch deutlich enger aus. Sports Cardio. Dr. Bobenstein. Dr. Bobenstein. Muss man uns was überlegen. Der macht 19 Schaden, aber das reicht dann nicht so ganz. Komm, wir machen Dr. Bobenstein. Und Dr. Bobenstein wird jetzt gleich hier seine volle brachiale Gewalt entwickeln. Da ist er, der Bobenstein. Das ist so ein Tier, ne? Bobenstein ist echt übelst. Alter, jetzt schon 87 Angriff. Dr. 109. Geil. So, ja, Mann. Noch 2. Wow. So, dann haben wir IM2K3. So, das wäre die eine Möglichkeit. Das wäre die andere Möglichkeit. Hier hätte ich 39 Angriff bei einem, der nicht ganz... Lass uns mal überlegen. Stuffington Academy. Nein, wir machen hier den Philip J. Fry. Und jetzt machen wir hier Fry im Roboterkostüm. Und das war 96. Ja! So. Geil. Noch ein Match ist offen. So wie es aussieht, vermute ich, gewinnen wir auch das. Das bedeutet, da müssten jetzt noch 3 Stück zum Ende hin angreifen. Ist natürlich alles möglich, kann man nie genau wissen, aber doch eher unwahrscheinlich jetzt. Oh, Devil Bobby Baby. Devil Bobby Baby. Und dann noch The Fry im Roboterkostüm. So, das war's. 99. Wow. Geil. Ja, Mann. Ja, Mann. So, was haben wir jetzt hier? Wir gucken erstmal hier beim Gegner. So, Empire Rising. 14 Leute über 900 gehabt. 36 aktive. Bei uns. 12 Leute über 900 gehabt. 38 aktive. Das ist nicht viel. Also das erste Rumble hat uns jetzt hier doch schon ganz schön gebeutelt, muss ich sagen. Also fangen wir mal an. Sardos, Manubaya, Kenverga. Also jetzt mal Sardos, 997 Punkte. Gutes, geiles Ergebnis. Congrats, man. Manubaya, 989. Kenverga, 987. Benita, 99. Ruffy, Treffy, 964. Dreifuchs, 956. Knuckster, 956. Gabriel. 949, 7 Mal.
Rita Lein, Sleepy, Joan Ricardo, Raulitus, Nords, Badass, Charlene, Veni, Georgios, Josef, X-Strike, Blaze to Tear, Magal über 500, Tovali, Andrelo, Eisenzwerg, Misanthropic, Outlaw, Deke, Lord Universe, Schmobi, Batman, Mark Foul, Herr Gleich, 2, ja, da kommen ja noch ein paar Pünktchen drauf, Slim G, Anderson, Marunga, Fanzinho, Bobob und Quark Müller und Max Max. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.